Hallo da draußen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Eine weitere Folge. Wir sind ja auf Raphaels Kettenhund gestoßen. Jorik oder sowas hieß er. Und ich will eigentlich gar nicht zurück, weil wir haben sein Haustierchen erlegt. Aber wir müssen es ja machen. Da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt spawnen. Hier, alles klar. Die Täuschungsbestie wurde erledigt. Hier ist sonst auch erstmal nichts weiter. Kommen wir da vorne hin? Jo, da können wir hinspringen, alles klar. Dann kommt mal rüber. Schauen wir uns nämlich erstmal hier um. Geht scheinbar nicht wirklich weiter. A foul totem of agony, mounted with sadistic relish. Obwohl, geht's da noch weiter? Unten soll auf jeden Fall noch irgendwas sein. Da unten hinspringen. Weg ist unterbrochen. Liegend. Naja, ich meine, das Ding ist halt, wir müssen wieder zurückkommen. Und da sehe ich momentan nicht die Möglichkeit zu. Ich meine, da unten gibt es eine große Tür. Geht's scheinbar runter. Alles klar. Sehr schön, sehr schön. Jutesack, Helm. Ist hier irgendwas drin? Oh, das ist aber eine schöne Kunst. Eine schwere Truhe, die schauen wir uns selbstverständlich an. Ein paar alchemistische Zutaten, die ich noch nie gebraucht habe. Kann natürlich sein, dass wir hier noch weitere Prüfungen finden. Wir müssen ja noch zwei Kugeln finden. Eine wissen wir, wo die ist. Zelot des Absoluten. Amulett des Absoluten. Anweisung von B. Gut aufgepasst. Geht dem merkwürdigen Sing nach. Stellt fest, ob es eine Verbindung zum Relikt gibt. Weicht nicht ab. Scheitert nicht. Kehrt unverzüglich zurück. Ritterrüstung. Eine Bade. Kurzbogen. Goldene Truhe. Goldbarren, Schriftrolle. Was ist das? Schwachen Elementar beschwören. Sachen nehmen wir mit. Aber sonst ist hier gerade nichts, ne? Geht sie noch weiter runter? Ja, nicht wirklich. Hä, warum kommt man denn hier runter? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie mit der Tür connected, die wir gesehen haben. Aber ist es nicht. Noch irgendwas? Oh, Geld. Brauchst ja nicht mehr. Sekunde. Mal den hier. Entschuldigung. Ja, das ist natürlich enttäuschend. Warte mal, da kommen wir doch bestimmt irgendwie rüber, oder? Hm.
weit entfernt. Wie kommen wir da hin? Spiegel. Deine Tür, dahinter kann ich natürlich leider nicht gucken. Hallo? Springen. Hier kommen wir rüber. Und von hier kommen wir auch wieder dahin rüber. Irgendwie. Hoffe ich. Genügend Platz, zu weit entfernt. Was wir natürlich machen können. Unterbrochen. Da kommen wir halt nicht hin. Da unten ist auch noch etwas. Das ist einfach nur Deko. Warte mal, da hinten können wir runterklettern. Das ist doch da, wo wir die Prüfung gemacht haben. Okay, Sekunde. Wegpunkte. Wir haben ja hier einen Wegpunkt. Prüfung der Schar. So, und dann laufen wir dann nämlich nochmal eben hin. Das sind halt so Feinheiten, die sieht man alle nicht, ne? Da vorne. Interessant. Ist da einfach noch mal was zum Runterklettern da vorne? Dann schauen wir doch mal, was wir hier Schönes haben. Sehr große Vasen. Die können wir sogar öffnen. Anything of use? Wir sind hier alle reingehuscht. Oh, cool. Noch ein. Noch ein drin. Füße von Char, hier können wir auch nochmal runterklettern. I pleaded, I bargained, I warned. You didn't listen. You made me remember again. Hurt again. I am coming for you. All of me. Okay, sehr viele Ratten. Mal die ersten weg. Kann ich hier ohne großartig Energie zu verschwenden möglichst wieder ausschalten. Have to keep
Kritischer Fehlschlag. So, okay. Dornenhagel. Okay, das bringt mir nicht allzu viel. Da kann ich besser zweimal angreifen. Oh, noch mehr neue. Nekrotische Ratte. Haben wir mit ihm irgendwelche Flächenangriffe? Wir könnten mal eben das hier machen. Warte mal, kann ich mal eben mit... Habe ich noch meine... Ja, ich habe meine Donnerbogen mit hier. Mal. Die stehen jetzt nicht nah genug beieinander gerade, ne? So, dann machen wir einmal die hier weg. Einschläfernde Ratte. Ach du Scheiße, Meister, was ist denn hier los? Nekrotische Ratten. Lass uns erstmal die hier wegmachen. Machen wir vielleicht nochmal den hier. Hab mich wieder auch noch kommen. Aha. Let's finish this. Oh, das bietet sich gerade super an. Würde ich sagen, wir bleiben einfach mal hier zusammen stehen. Dann können die uns nämlich nichts. Swords meet sorcery. So, Gail geht da bitte auch einmal rein in den Kreis. Still breathing.
Let's have some cup. Natürlich, schon Fehlschlag. Wie könnt ihr überhaupt angreifen? Aha. Muhaha, muhaha. Das war's. Also. These hands. Too big. Where are the others? Where's the rest of me? You! Why did you have to keep prying? Why couldn't you just leave? Moment mal, wer seid ihr? Lathindor. Last Dark Justicia. I kept watch over Lady Shah's temple. Kept the faith alive after all the others were killed. But you ruined it. Trespassed. Spoiled our... my secret. Now, you will rot in the dark. Das wusste ich nicht. Kein Grund zur Gewalt. Mehr Gewalt. Wrong. You forced my hand. Now I'll make you into an offering for Lady Shah. Okay. 112, ne? Der ist aber ganz. Ich meine, er ist jetzt alleine. Will ihn jetzt zwar nicht unterschätzen, aber. Mal schauen, was da so geht. Warum? Die Kamera denn so hoch? Okay, ich bin halt zu nah dran. Okay, mehr geht nicht. So, kann ich dann nochmal die heilige Flamme gerade einsetzen? Mentale Erschöpfung kommt noch hinzu. Sehr schön. Heftig ist immer noch. Okay, gewinne den Rest, Schattenherz. Let's finish this. Oh, das gibt's doch nicht. Let's end this. Okay, ich will nochmal mit Schattenherz versuchen, ihn auszuschalten. Chromsäbel des Justiziars.
Schattenblenden. Wenn du mit Vorteil angreifst, hast du die Chance, dem Ziel zu blenden. Das klingt sehr geil. Und Großschild des Justiziars. Schildschlag, wenn du dich einen Gegner in einem Nahkampfangriff trifft, kannst du deine Reaktion verwenden, um den Gegner umzustoßen, wenn er liegend ist, sofern ihm kein Geschicklichkeitsrettungswurf gelingt. Mantel der Dunkelheit, Klassenaktion. Okay. I'm done. I can't wait to sleep. Erstmal über den. Let's go hurt something. So, was haben wir denn hier für Säbel, für Messerchen? 5 bis 8 Schaden wirkt bei Treffer Stille und tödlicher Schlummer bewirkt zusätzlich 1 bis 4 Nekronen bei bewusstlosen oder schlafenden Kreaturen. Da würde ich auf jeden Fall sagen, das machen wir mal raus. Oh, und das gibst du an Tayun. Und er kriegt dann dafür den Krummsäbel. Ich hoffe, er kann das in Kombination auch einsetzen. Das ist gut, aber ich möchte das so rum haben. So, und das Schild, was wir haben, ist natürlich schon sehr gut. Du erhältst ein Zauber des ersten Grades. Schildschlag, das hatten wir auch. Ein Schildengel Beistand. Bannzauber des dritten Grades. Der ist natürlich schwer zu toppen. Mantel der Dunkelheit. Klassenaktion. Wenn ich ihr das jetzt geben würde. Und ich gucke mal, was wir dann bekommen haben. Furcht vor Wölfen. Interessant. Schildschlag. Aber wo steht denn jetzt die Fähigkeit? Das vermisse ich immer so ein bisschen. Reaktion. Übung. Werte. Inventar. Bild beschwören, Klassenaktion. Ach, hier war der Klassenaktion, da ist es doch. Mantel der Dunkelheit erzeugt eine Wolke aus magischer Finsternis und versucht sofort dich zu verstecken. Also ich muss ehrlicherweise sagen, das Schild, was wir sonst haben mit ihr, ist besser. Und dabei bleibe ich auch. No one back home will ever believe this. Ist zwar nicht viel besser, aber ein kleines bisschen. So, und ehrlich gesagt, ich habe gar nicht erwartet, dass ich ihn hier unten treffe. Was ist denn das? Nix. Kaputtes Bildnis? What's this? For a ritual of some sort? A long way to go still. Some sort of ritual circle. Not one that belongs here. Ritual circle? And for what purpose? I haven't the foggiest. What odd markings. Ritualistic, perhaps? Aus einem werden viele. In allen von uns ist mehr als wir sind. Teile und Scharen, die unsere Gedanken, Sehnsüchte und unser Wesen selbst formen. Die Kreaturen in eurem Inneren sind vielfältig und was ihr werden könnt, wenn ihr meine Worte sprecht, ist die Manifestation all eurer Bestandteile. Eure Schwäche kann eure Stärke werden, wenn sie zu einer Armee heranwächst. Bebende Herzen können Mut finden, wenn sie eins von vielen sind. Der erbärmlichste Abschaum kann einen Goliath demütigen, wenn er sich zur Legion zusammenschließt und eine Ruine kann ein Königreich für das Vielfache einer Seele werden. Sprecht dreimal Itori Mustak. Werdet zu eurem besten Ich, zu allem eurem besten Ichs, zu allem eurem besten Ichs, Raphael. This speaks of magic that can divide someone into many. But many what? Geborstener Helm der Schar? Kann der noch was? Nö. Nicht wirklich. Den können wir aber verkaufen. What's this? For a ritual of some sort? Ja, okay, können wir nichts mehr machen. Ja, hier hat er sich wahrscheinlich zu den Ratten verwandelt.
I see. The thin door. Gut. Haben wir doch mal eben so ein kleines Secret gefunden. Wir haben den letzten dunklen Justiziar erledigt. Okay, nee, da fahre ich ganz bestimmt nicht nochmal mit hoch. Da gehe ich lieber den Umweg und laufe zu Fuß. Ich frage mich aber trotzdem, wo finden wir die dritte Kugel? Also wieso müssen wir erstmal an die andere noch kommen? Achso, das konnte ich nicht mitnehmen. Das war die Kerze. Das sah gerade so ein bisschen aus wie so eine Flasche. Das ist quasi der Eingangsraum wieder. Was ich mal eben mache, ist das Spiel speichern bei der Gelegenheit. Wir könnten runterfahren. Aber wir haben doch... Warte mal, nee, wir haben... Hier. Wir haben schon zwei Kugeln. Das ist die dritte, die da in dem Raum drin liegt. Dann haben wir alle. Das heißt... Die letzte, die uns noch fehlt, ist die dort. Oh Mann, ey. Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Da oben stehen sie alle. Naja, nicht alle, ne? Aber ein Teil. Er steht da vorne. Ja, okay. Pass auf. Speichere an der Stelle nochmal. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut, Freunde. Ja, wie auch immer. Mal, wenn ich jetzt nochmal lade, bin ich dann sofort wieder in Fight? Ich hoffe nicht. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Probier es gerade nochmal. Ich meine, eigentlich ist es nur in Fight gewesen, weil Astarion dahin gelaufen ist. Glücklicherweise haben wir ja den Dialog schon geführt mit ihm. Ja, okay, wir sind direkt wieder in Fight. Jurgir. Ja, dann würde ich sagen, ich mache trotzdem hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann nächste Folge wieder, liebe Freunde. Macht es gut und bis dann.